Nein, ich bin in dieser zweiten Sinfonie in meiner Sprache, sowohl im Umgang mit den Themen, mit der Gleichzeitigkeit und auch mit der Instrumentation an meine Grenzen gegangen. Ganz bewusst, ja, klar. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, aber diese absolute Musik zu schreiben, ja, da gibt es für mich überhaupt kein Zögern, das muss einfach sein. Außerdem in diesem Fall muss ich wirklich sagen, also die Musik musste einfach raus. Ich musste sie schreiben. Was ich mag besonders in ihrer Musik, und jetzt dazu, ich habe sie auch kennengelernt. Das ist die Präsenz von der Natur. Ich glaube, dass einem die Natur die Kraft gibt, eben ganz in sich zu gehen. Ja, ich glaube, dass es vor allem das ist. Es ist keine Programmmusik, es ist keine symphonische Dichtung, es ist eine Sinfonie. Sie hat mir wirklich viel Kraft gekostet. Aber sie hat mir auch sehr viel Kraft gegeben und ich habe das eigentlich noch nie so wahrnehmen können, dass etwas so klar plötzlich auftritt und einfach danach verlangt, verarbeitet zu werden. Besonders mag ich die unterschiedlichen Kontrasten zwischen Melodielinien und zwischen diesen ganzen Klangeffekten. Unser Beruf allgemein ist sehr über Tradition und wir brauchen auch aber neues Blut, neues Inspiration, um immer modern zu bleiben. Also ich eigentlich mache keinen Unterschied, dort überhaupt keinen Unterschied zwischen zeitgenössischem Werk und also von klassischen so, oder romantischen oder späten 20. Jahrhundert Werke. Es gibt gute Musik und nicht gute Musik. Ja, also das ist genau der Punkt. Ich meine, man versucht natürlich objektiv zu sein und sagen, ja, die großen Themen und man dient ja nur, aber nein, man lebt, man liebt, man ist da, man atmet, man verletzt, man wird verletzt. Ich habe mich in dieser Sinfonie sehr von Wochein inspirieren lassen. Wochein, das ist eben dieser See, ja, ein See in Slowenien. Besonders der zweite Satz, Friede atmet der Wochainer See, ist diesem See gewidmet. Dieser See, der liegt einfach in einer prachtvollen Landschaft. Das ist wirklich umgeben von Bergen. Er hat eine unglaubliche Farbe, er ist klar. Wunderschön. Ja. Während dem Ersten Weltkrieg sind da mehrere Berge in die Luft gesprengt worden. Also diese Frontlinie war ein Grauen. Ja, und es liegen dort alle Nationalitäten, die liegen dort. Und das ist eine ganz furchtbare, furchtbare Sache gewesen. Ein richtig grausiger Krieg. Sie hat auch eine ganze Geschichte über Erste Weltkrieg, Krieg
erzählt. Und sie hat uns auch erklärt zum Orchester. So, das war sehr schön, mit ihr zu arbeiten, weil dann haben wir preziöse Hinweise dazu bekommen. Da war es natürlich dann vorbei mit der Schönheit. Also ich meine, die Schönheit war immer noch da. Aber es war jetzt nicht dieses Eintauchen in eine wunderschöne Landschaft, in der man sich in der Schönheit baden kann. Nein, es war wirklich eine ganz starke, kontrastierende, impulsive, auch grausame Welt, mit der ich da konfrontiert wurde. Leid, Schmerz, ja. Tod, Sinnlosigkeit. Im ersten Satz hat sich dann etwas anderes gezeigt, nämlich dieser Konflikt, dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Welten. Aus dem heraus, aus diesem Chaos, in dem der erste Satz dann aufhört, aus dem heraus kommt dann eben diese Melodie, dieses Aufsteigende, ja, in der Stimme. Das kommt dann. Und erst im dritten Satz löse ich das dann alles auf. Das wird dann sehr hell, im dritten Satz. Das ist dann eigentlich wie ein Gebet, ein Abgesang. Sie hat wirklich ihre eigene Welt in sich und im Werk, in Partitur. Ich glaube, starke Musik hat die Kraft, einen auf sich selbst zurückzuwerfen. Also jeder, der die hört, kann sich darin finden, hoffe ich. Und wenn das nicht gelungen ist, dann ist es schlecht. Ich bin ganz glücklich eigentlich, muss ich sagen, dass Johann ist einer von meinen Lieblingskomponisten. Also im Prinzip nicht nur von zeitgenössischer Musik ist. Und ja, das macht natürlich besonderen Spaß, dass ich genau mit ihr arbeiten kann. Ich darf das ja gar nicht beurteilen. Ich bin ja immer nur ich schreibe nur das, was ich hören will. Ich betrachte das mittlerweile so, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich habe da irgendwie so einen unterirdischen See, ja. Und der wird immer größer und der ist gefüllt mit Musik. Diese Produktion war schwierig, weil die Symphonie von Johanna Doderer war nie gespielt. Es bedeutet, wir haben eine reine neue Partitur bekommen und sollten wir sofort aber aufnehmen. Alles war wunderschön vorbereitet, aber für ein neues Stück, irgendwelches neues Stück, muss man doch das viel spielen, organisieren, hören, korrigieren. Und solche Sachen sollten wir jetzt sehr schnell machen, weil wir haben einen Plan zum Aufnehmen, der kurz ist. Das war vielleicht das Schwierigste jetzt. Ich meine, es ist natürlich wahnsinnig intensiv, ja, für alle. Ich glaube, die Musiker hassen manchmal mich, ich hasse sie auch manchmal. Aber ich meine, das darf man nicht so ernst nehmen. Ich meine, manchmal gibt es halt einfach, weil wir wollen halt alle das Beste. Nein, es ist großartig. Großer Dank an Orchestermusiker, an die Ariane, an die Produktion. Das ist ganz toll.